los? Herr Preis, Sie haben vorhin gesagt, ich kann nicht kochen. Ich werde es Ihnen beweisen. Wieso? Wollen Sie zu einem Kostümfest? Herr Preis, mitnichten. Ja, mitnichten. Ihre Nichten kenne ich. Ich beweise Ihnen, dass ich kochen kann. Sie können kochen? Ich bin ein zweiter Kololulus. Ein bitte was? Ein zweiter Kololululus. Sie meinen wohl Lucullus? Nee, das ist ein Bruder. Also wollen Sie damit unter Beweis stellen, dass Sie kochen können? Ja, ich beherrsche nämlich von A bis Z die astronomische Miserie. Die gastronomische Materie. Ja, können Sie bei mir auch kriegen, natürlich. Alles. Können Sie bei mir auch kriegen. Passen Sie auf, Sie können also kochen. Ja. Können wir ein Gericht zusammenstellen? Natürlich. Passen Sie auf, ein Gericht, ein Menü à la carte. Ein Menü, was? Ein Menü à la carte. Also das steht nicht in meinem Kochbuch, die Fleischart kenne ich nicht. Das ist keine Fleischart. Menü à la carte heißt ein Gericht nach der Karte zusammenstellen. Ja, ich koche ja nach dem Kochbuch, nicht nach dem Atlas. Ja. Quatsch, Atlas. Also bitte los, was gibt es jetzt? Ich würde sagen, als erstes vielleicht bei mir einen Hasen. Ha, wild, wild ist ganz mein Geschmack. Ja, also wild, ein Hasen. Wo nehmen Sie einen Hasen her? Ja, habe ich ja nicht. In meinem geschossen. Na, nicht, ich schieße doch keine Hasen. Sondern? Das ist ja Quälerei, ich sammle die Hasen. Was machen Sie? Sie sammeln die Hasen? Kennen Sie wohl nicht? Nein, das kenne ich nicht. Hasen sammeln? Hasen sammeln? Sie gehen morgens in den Wald, ja? Einen großen Sack mit, ja. Angenommen, das ist der Sack. Jetzt ja. Gehen Sie also frühmorgens los, ja? In den Wald. Und da haben Sie große Feldsteine, ja? Die nehmen Sie sich mit, große platte Feldsteine. Ja, ja, gut. So rumliegen. Weiter? Alle 3 Meter an den Baum, einen, ja? Feldstein, darauf ein Salatblatt. Ein Salatblatt? Grün. Gut. Ja. Und in der Mitte? Grün. In der Mitte etwas Pfeffer. Etwas Pfeffer. Ja? Pass auf, jetzt geht's folgendermaßen los. Jetzt kommen die Häschen, kommen raus. Die müssen ja morgens mal raus. Und nun kommen die. Jetzt sehen die, den Salat, sehen die. Nun haben sie einen Salat. Nun haben sie Hunger. Ja, jetzt gehen die ran an den Salat und nun fressen sie sich langsam an die Mitte ran. So. Mümmel, bis zur Mitte. Jetzt stoßen die an den Pfeffer. Was meinst du? Die stoßen an den Pfeffer? Ja, da kommen sie nun dran ans Ziel, nicht? Pfeffer. Und jetzt reizt das so ein bisschen, ja? Das reizt. Und müssen sie niesen, so. Ja? Und nun schlagen sie mit dem kleinen Köpfchen auf den Feldstein. Und dann sind sie betäubt. Und jetzt brauchen sie nur hingehen, immer aufsagen. Also Ihre gesammelten Hasen? Das sind meine gesammelten Werke. Hasen? Nein. Also und was machen Sie mit Ihren gesammelten Hasen? Na ja, die werden dann zubereitet. Die werden zubereitet, ja. Ich meine, es gibt ja verschiedene Hasengerichte. So? Ja, natürlich. Zum Beispiel einen falschen Hasen. Soll mal bei mir einer probieren, mir einen falschen Hasen anzudrehen? Das merke ich. Also der Hase wird zunächst genommen. Sie nehmen den Hasen. Hasen, ja. Das wollen Sie jetzt wissen. Ja, bitte. Sie wollen von mir lernen. Alles. In Ordnung. Sie nehmen den Hasen, der Hase wird gerupft. Ja, gerupft. Der Hase ist doch keine Ente. Also der Hase wird nicht gerupft. Dem Hasen ziehen Sie das Fell über die Löffel. Herr Preis, geht das mit dem Messer nicht viel einfacher? Sehen Sie mal, das ist doch so ungefähr. In der Fachsprache heißen die Ohren Löffel. Ach, ist doch Unsinn. Gehen Sie mal zum Arzt und sagen, ich habe Löffel zu Hause. Lach ab. Also bitte weiter. Bitte weiter. Dann wird der Hase 2 Tage gereizt. Was will er? Der wird gebeizt. Ach, gebeizt. Dann wird er gewürzt mit einem Spezialmittel. Gewürzt? Ja, mit eurer Büchse so streuend. Hasenpfeffer. Hasenpfeffer. Doch. Immer rein. Hasenpfeffer. Das ist doch kein Gewürz, das ist auch ein Gericht. Donnerwetter, haben die Hasen viele Gerichte. Das ist die reinste Hasenjustiz. Aber wenn Sie es besser wissen, bitte schön machen Sie es. Jetzt wird der Hase gebraten. Nee, bei mir nicht. Wieso nicht? Ja, Quälerei. Ich kann das Tier nicht leiden sehen. Was soll's? Also bitte, was soll's dann geben? Dann soll's. Das Neueste, haben Sie das erfunden? Das Allerneueste. Das ist nämlich folgendes, das ist ja. Mini Lapini Pompranelli. Bitte nochmal, was ist das? Mono Lapini Pompranelli. Nee, Moment. Zuerst haben Sie was anderes gesagt. Ja, das erste war mit Soße. Nicht, das ist Mono Lapini Pompranelli. Ist ein bisschen zu süß, ein bisschen zu herb, aber dafür herzhaft lasch. Naja, schön bitte, wie macht man das? Ach, jetzt sind Sie scharf drauf, was? Ja, gewiss, müssen Sie wissen, was das ist. Pass auf, ich werde es Ihnen erklären. Sie nehmen 1 Pfund Grieß, 1 Pfund Zucker, 1 Pfund Mehl, 3 Pfund Marmelade, ein Harzer Roller, Backaroma 2 Liter und das Ganze gut durchrühren. Immer gut durchrühren. Und eine Messerspitze Zement. Eine was? Eine Messerspitze Zimt. Und dann nochmal gut durchrühren, ja? Und hurtig aufs Gas. Ja, und dann? Ja, dann kochen Sie es auf und wieder ab. Und dann, nach Erkalten, gibt das Ganze einen ganz vorzüglichen Anstrich für Gartenmöbel. Aber raus!